Als erstes stellen Sie heißes Wasser auf den Herd und bringen Sie es zum Kochen. Danach geben Sie einen Suppenwürfel in den Topf und lassen es kochen. Schlagen Sie Eiklar zu festem Schnee. Danach rühren Sie Butter und Dotter schaumig. Geben Sie nach und nach abwechselnd Mehl und Schnee in die Dottermasse. Vergessen Sie nicht zu salzen. Anschließend geben Sie gehackte Kürbiskerne und einen Schuss Kürbiskernöl zur Masse. Danach formen Sie mit 2 Suppenlöffeln Nockerl und lassen Sie sie im Suppenwasser kochen. Danach formen Sie mit 2 Suppenlöffel Nockerl und lassen Sie sie im Suppenwasser kochen. Richten Sie die Suppe an und garnieren Sie mit etwas Kürbiskernöl.